Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Der Bundestag ist zwar offiziell in Ferien, er tagt nicht mehr und die Legislaturperiode endet erst im September, aber dennoch habe ich heute einen Abgeordneten eingeladen, über den ich mal über die letzten 4 Jahre reden will, nämlich Dr. Fritz Felgentreu. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Sie sind Verteidigungsexperte und haben sich ziemlich angelegt mit der Fraktion und daraufhin haben Sie gesagt, ich kandidiere nicht mehr. Was nee, war denn los? Ganz so war es nicht. Ich habe vorher deswegen schon. Deswegen wollte ich jetzt mal die Wahrheit. Vorher schon gesagt, ich kandidiere nicht mehr. Ich bin dann 20 Jahre Abgeordneter in 2 verschiedenen Parlamenten, einmal im Abgeordnetenhaus von Berlin und dann im Bundestag. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass es Zeit wird, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Aber ich war zu dem Zeitpunkt. Sie werden doch wieder Lehrer. Ja, genau. Genau. Nee, aber als ich diesen Streit mit der Fraktion hatte, da war ich verteidigungspolitischer Sprecher. Das heißt, ich war derjenige, der die Verteidigungspolitik der Fraktion nach außen erklären sollte. Und das habe ich gesagt, das lege ich nieder, weil ich einfach komplett anderer Meinung bin als die Fraktion. Was war denn passiert? Ja, ich war der Auffassung, nach langen Verhandlungen, die wir mit der Union geführt hatten, auf der Grundlage des Koalitionsvertrages und nachdem wir, wie ich fand, ein gutes Modell dafür gefunden haben, dass es jetzt auch an der Zeit ist, die Drohnen der Bundeswehr, die wir mit den Soldaten in Auslandseinsätze schicken, auch mit Waffen auszustatten, damit sie, wenn sie eine gefährliche Situation für unsere Soldatinnen und Soldaten erkennen, dann auch dagegen wirken können. Was haben die denn jetzt? Kameras? Kameras. Jetzt können sie die gefährliche Situation erkennen. Und über die Bilder kann die unten vom Bodenpersonal analysiert werden. Aber wenn man meint, man muss kämpfen, man muss Schutz für die Soldaten haben, dann muss man erstmal Hilfe rufen. Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber. Ja, bis dahin sind die auf dem Boden längst weg. Das ist die Sorge, die ich habe, ja, dass die Zeit nicht reicht. Und deswegen bin ich der Meinung, die Drohne sollte auch eine Bewaffnung haben. Eine Rakete, mit der sie dann gegebenenfalls auch mal, wenn da ein Hinterhalt gelegt wird zum Beispiel, gegen die Leute im Hinterhalt schießen kann. Das war doch Konsens. Das war mit der SPD bis zu diesem Tag, haben Sie gedacht. Na, wir haben im Koalitionsvertrag stehen gehabt, dass wir diese Dinge nochmal sorgfältig diskutieren und dass wir dafür ein Einsatzkonzept erstellen. Und das haben wir gemacht, zusammen mit der CDU-CSU. Und als das alles fertig war und dieses Einsatzkonzept aus meiner Sicht auch sicherstellt, dass kein Missbrauch möglich ist, da habe ich gesagt, so, und jetzt müssen wir aber auch zustimmen. Dazu haben wir uns im Prinzip im Koalitionsvertrag auch verständigt. Und da hat die Fraktion gesagt, nein, das geht uns alles zu schnell. Wir wollen erstmal nochmal in Ruhe darüber diskutieren. Das frühestens nach der Wahl kann das Thema wieder auf die Tagesordnung. Und da habe ich gesagt, das kann ich draußen keinem erklären. Das ist alles 5-mal ausdiskutiert. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, viele von uns haben noch offene Fragen, die müssen wir erst noch in Ruhe klären. In der Meinung, diese offenen Fragen gibt es nicht mehr. Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, wird die Antworten auf seine Fragen finden. Und deswegen habe ich gesagt, das kann ich draußen nicht erklären, dann trete ich als Sprecher zurück, das muss dann jemand anders erklären. Dann erklären Sie doch mal, wie das überhaupt ist mit der Fraktion, dass die am Schluss der Legislaturperiode völlig anderer Meinung wird, als sie es vereinbart hatte zu Beginn. Ich glaube, so ist das gar nicht. Das Thema Drohnen schien, glaube ich, vielen nicht so ein wichtiges Thema zu sein. Das war ein kleiner Absatz in einem Koalitionsvertrag von über 250 Seiten. Da achtet natürlich jeder Fachpolitiker, jede Fachpolitikerin erstmal auf ihr Thema, ob die Dinge, die ihr wichtig sind, auch so dargestellt werden, dass sie damit vernünftige Politik machen kann. Und was in den anderen Kapiteln steht, da guckt man mal so drüber und sagt, ach so, bei der Drohne steht, da reden wir erst nochmal drüber, da machen wir noch ein Konzept, das dauert ja alles noch. Und dann war das Thema erstmal vergessen. Und irgendwann war es dann aber nicht mehr vergessen. 3/4 Jahr vor der Wahl war es tatsächlich entscheidungsreif. Und nun gibt es einfach viele in der SPD, die einfach grundsätzliche Vorbehalte eigentlich gegen alle Formen von Verteidigung. Gegen NATO. Naja, das würde ich nicht sagen, aber dass man erstmal sozusagen mit einem gewissen Abstand allen diesen verteidigungspolitischen Themen, insbesondere Rüstungsthemen, gegenübersteht. Ja, weil das Selbstverständnis der SPD ja, dass er eine Friedenspartei ist. Und dann hat man erstmal nicht so eine große Sympathie für diese Themen. Die muss man aber auch bedienen. Das gehört zur Politik dazu. So, und dann kommt bei den Drohnen dazu, da hat man die Bilder im Kopf, wie die Amerikaner ihren Drohnenkrieg in Pakistan und in Afghanistan geführt haben, dass sie die eben nicht nur zum Schutz ihrer eigenen Soldaten eingesetzt haben, sondern dass sie die benutzt haben, um ganz gezielt Feinde zu töten, zum Teil in ihren Wohnhäusern, wo sie übernachtet haben. Das war so im Hinterkopf. In Deutschland ist man der Auffassung, diese Art Drohnen einzusetzen, ist sogar völkerrechtswidrig. So, und das alles wurde zu einem großen Klumpatsch vermengt und Leute haben gesagt, nee,
das wollen wir nicht, jetzt nicht entscheiden. So. Ja. Und einfach um den Streit zu vermeiden, hat dann die Fraktionsführung gesagt, okay, dann müssen wir wohl nochmal eine Runde drehen, dann entscheiden wir das in dieser Legislaturperiode nicht mehr. Ich bin aber der Auffassung, das stimmt eigentlich nicht. Jeder, der sich mal in Ruhe hinsetzt und sich die Sachen anguckt, wird feststellen, dass auf alle diese Fragen Antworten gefunden worden sind. Und dass man das sehr wohl jetzt entscheiden könnte. Und das war ein Streit, der war nicht auflösbar. Und wenn die Mehrheit nun mal anderer Auffassung ist als ich, dann muss ich mich einen Schritt zurücknehmen und kann nicht sagen, die Mehrheit muss ich einen Schritt zurücknehmen. Das ist halt so. Sie werden jetzt wieder Lehrer und kehren nicht in den Bundestag zurück. Wie schätzen Sie denn ein, wie wird der neue Bundestag, die neue Bundestagsfraktion der SPD aussehen? Wird die drastisch nach links rücken, wenn ich mir die Landesliste von Berlin anschaue? Bis auf den Platz Nummer 1, Michael Müller, sind das alles erwiesene Linke. Kevin Kühnert, Cansu Kiseltepe. Das war aber letztes Mal auch schon so. Also die SPD wird immer regierungsfähig sein, davon gehe ich fest aus. Das heißt, sie wird die Große Koalition fortsetzen? Nein, aber ich glaube, sie wird auch mit der, wenn die Situation da wäre, wird eine SPD immer auch mit der CDU, CSU über gemeinsame Arbeitsgrundlagen verhandeln können. Wir werden uns nicht in so eine Nische begeben, wo wir gar keine Möglichkeit mehr haben, Einfluss auf die Bundespolitik zu nehmen, weil wir uns selber ins Ausgespielt haben, wie das die Linken getan haben und immer wieder tun. Das machen wir nicht. So, und insofern bin ich sicher, auch die nächste Bundestagsfraktion wird aus professionellen Politikerinnen und Politikern bestehen. Sie wird aber sehr wahrscheinlich deutlich verjüngt sein. Also wir sind jetzt ungefähr 150, 40 davon scheiden schon aus freiem Willen aus, so wie ich. Dann wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der seinen Wahlkreis nicht gewinnt und unfreiwillig ausscheidet. Und dann kommen viele junge Leute, die nachrücken, die über die Liste reingewählt werden oder über ihre Wahlkreise. Und das heißt, die neue Fraktion wird schon deutlich anders aussehen als die alte. Na, dann warten wir mal ab, wofür sich die neue Fraktion entscheidet, mit wem verhandelt werden soll. Naja, erstmal muss man gucken, ob wir überhaupt gefragt werden. Also wir haben natürlich das Ziel, dass wir selber möglichst stark werden, dass wir diejenigen sind, die anderen fragen können, ob sie mit uns verhandeln wollen. Aber wenn wir dieses Ziel verfehlen sollten, dann müssen wir abwarten, ob uns andere fragen, ob sie mit uns verhandeln können. Aber es passiert ja momentan was Interessantes. Die Grünen, die sich schon als Kanzlerinnenpartei wählten oder ihr Frau Baerbock schon als Kanzlerin sahen, die sacken ab. Und Olaf Scholz, von dem nur er glaubte, dass er Kanzler wird, steigt so langsam an. Und jetzt glauben wieder auch mehr, dass die SPD wieder eine entscheidende Rolle spielen könnte. Was passiert da momentan? Verschieben sich die Gewichte? Das habe ich Ihnen doch schon bei unserem letzten Gespräch gesagt. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Dinge in diese Richtung bewegen werden. Ja. Denn ich glaube, dass wir mit Olaf Scholz einen Kanzlerkandidaten haben, dem die Leute vertrauen. Der hat mehrfach bewiesen, dass er in der Lage ist, zu regieren. Und in so einer Situation, wo man jetzt die drei Personen nebeneinander hält, Laschet, Baerbock, Scholz, da sagen viele Leute, ach Mensch, in diesem Vergleich schneidet Scholz aber deutlich am besten ab. Vielleicht will ich doch wieder SPD. Das müssen wir natürlich stark machen, da müssen wir weitermachen. Beim letzten Gespräch kannten wir das Buch jetzt noch nicht. Ja. Sie sind ja nun Lehrer gewesen und werden es wieder. Wenn Sie das Buch in die Hand gekriegt hätten und merken, das ist ja kapitelweise abgeschrieben, hätten Sie welche Note hätten Sie denn da gegeben? Ja, ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen tollkühn zu sagen, ich habe Zeit, als Abgeordnete Politik zu machen, als Kanzlerkandidatin eine Kampagne zu führen, als Parteivorsitzende eine Partei zu führen und nebenbei mich noch um meine Familie zu kümmern und ein Buch zu schreiben. Ja. Ich glaube, das würde wahrscheinlich die stärksten Schultern des Herkules überfordern. Und Sie hätten geraten, die Kanzlerkandidatur wegzulassen. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Andererseits bin ich ja gar nicht so unglücklich darüber, dass die Grünen eben mit ihrer Kanzlerkandidatin im Moment nicht so überzeugen. Ja. Ich glaube nur, wenn man dann von vornherein sieht, dass man es ohne fremde Hilfe nicht schaffen kann, dann sollte man das vielleicht lieber lassen. Ja, nun hat sie ja nicht auf Sie gehört und sie hört ja offenbar jetzt auch auf niemanden. Also sie macht ja munter weiter und ihr Buch verteidigt sie auch. Das ist ihre Geschichte. Genau. Was glauben Sie denn? Also Sie haben beim letzten Mal schon gesagt, jetzt haben Sie es wiederholt, die SPD wird steigen und wird irgendwie beteiligt sein. Darum kämpfen wir, genau. Sie kämpfen nicht darum, dass Sie irgendwie beteiligt werden. Nee, wir wollen Sie Kanzler stellen. Sie kämpfen darum, dass Sie den Kanzler stellen. Und würden Sie darauf mit mir eine Wette abschließen? Nein, eine Wette, ich glaube, dafür sind die Dinge zu sehr im Fluss. Also ich selber werde alles, was in meiner Kraft steht, in diesem Wahlkampf dafür tun, die SPD und Olaf Scholz so stark wie möglich zu machen.
Und ich bin auch optimistisch, dass wir damit viel erreichen können. Aber ich glaube, die politische Lage ist im Moment so sehr im Fluss, dass eine wirkliche Prognose, was nach der Wahl gehen wird, gar nicht möglich ist. Ich kann mir auch eine Konstellation vorstellen, in der die Union gar nicht mehr auftaucht. Die ist zwar im Moment in allen Umfragen stärkste Partei, aber wenn sie für eine Mehrheit nicht gebraucht wird, gehe ich mal davon aus, dass Olaf Scholz sie nicht fragen wird. Das wäre ja interessant. Ja, aber die rote Ampel. Rot-Rot-Grün? Ja, Rot-Grün-Gelb zum Beispiel, ja, wäre auch eine Variante. Naja, nun hat der Lindner ja, der FDP-Parteichef, schon gesagt, mit er wählt Frau Baerbock als Kanzlerin nicht. Er hat ja schon mal gesagt, ja, er will nicht regieren, statt schlechter regieren, gar nicht regieren. Genau, das ist ja auch die Masche der Grünen und der Linken sowieso. Lieber keine Verantwortung übernehmen, dann macht man sich auch nicht unbeliebt. Aber man kann am Ende auch nicht überzeugen und man bringt das Land nicht weiter. Und ich glaube, dass viele Wählerinnen und Wähler der FDP schon vor 4 Jahren verdammt enttäuscht gewesen sind, dass ihre Partei keine Verantwortung übernehmen wollte. Ja. Und ob die sich das nochmal leisten, weiß ich nicht. Also ich halte jedenfalls auch diese Variante, Kanzler Scholz und als Koalitionspartner die Grünen und die FDP für eine Möglichkeit, die dabei herauskommen kann. Aufschreiben. Kanzler Scholz und nochmal. Koalitionspartner, die Grünen und die FDP. Grüne, FDP. Also, sind wir mal gespannt. Wir spekulieren gleich weiter. Wir machen eine kurze Werbepause und zwischendurch machen wir dann noch das Fenster zu vom Studio. Sie hören vielleicht so ein bisschen Nebengeräusch. Ja, bitte um Entschuldigung, wir haben vergessen, das Fenster zu schließen, weil es so warm ist. Hier, bis gleich. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag, heute mit Dr. Fritz Felgentreu. Er gehörte dem Bundestag und dem Berliner Parlament insgesamt 20 Jahre an. Jetzt hat er nicht die Nase voll, sondern er will das Feld mal Jüngeren überlassen. Und jetzt werden Sie wieder Lehrer. Ja? Davon geht aus, ja. Ja, und der Hauptgebiet ist, wie funktioniert die parlamentarische Demokratie? Nee, aber ich finde, dass man ja, wenn man in so einer Schulklasse über was auch immer diskutiert, immer es auch Anknüpfungspunkte zur Politik gibt. Man will ja die jungen Leute auch zu mündigen Bürgern erziehen, das gehört ja mit dazu. Ja. Reden wir mal über den 26. September, da sind ja auch Abgeordnetenhauswahlen und der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin von Berlin wird gewählt. Sie saßen ja auch lange genug im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich setze auf eine Bürgermeisterin. Ja, ich wollte es gerade fragen. Auf wen? Da sind ja 2 Frauen, die da kandidieren. Bettina Jarasch, die fällt wohl aus, weil sie grün ist. Ja, also ich bin natürlich sehr dafür, dass Franziska Giffey sich da durchsetzt und die neue Bürgermeisterin für alle Berliner wird. Ja, und momentan sieht das aber nicht danach aus. Ach, wie gesagt, die Umfragen sind immer Momentaufnahmen, das ist ein bekannter Spruch. Ich gehe davon aus, dass Franziska Giffey im Wahlkampf, wenn sie im persönlichen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern für sich wirbt, sehr überzeugen wird. Das ist ihre große Stärke und sie hat jetzt auch den Kopf dafür frei und ich bin mir relativ sicher, dass wir da gut abschneiden werden. Ja, es fällt auf. Man kann es ja auf Facebook jeden Tag nachgucken. Sie ist irgendwo, ich frage mich immer, wie sie das macht. Ja, also sie hat ihr Ministeramt aufgegeben. Ja. Sie hat jetzt den ganzen Tag für Wahlkampfzeit und das ist gut. Ja. Und dann Frau Bürgermeisterin. Und dann Frau Bürgermeisterin. Sie war eine hervorragende Bürgermeisterin von Neukölln und ich bin sicher, Bürgermeister liegt ihr. Ja, gut. Also auch das schreiben wir auf und am 27. September ziehen wir Bilanz und dann sind Sie gleich wieder da und dann gucken wir mal, wer hier wem eine Flasche Shampoos rausgeben muss. Wir haben zwar nicht gewettet, aber wir reden darüber. Wenn Sie mal zurückgucken, so auf Ihre Zeit als Parlamentarier, was war für Sie das Wichtigste, woran Sie gearbeitet haben und durchgesetzt? Es sind viele Dinge im Laufe der Zeit gewesen. In meiner ersten Zeit im Berliner Abgeordnetenhaus war ich ja Innen- und Rechtspolitiker. Und da hat mich vor allen Dingen die Frage beschäftigt, wie gehen wir mit Jugendkriminalität, mit Clankriminalität und solchen Sachen um. Und damals haben wir das berühmte Intensivtäterkonzept erarbeitet und durchgesetzt, das dazu geführt hat, dass wir wirklich einen sprunghaften Rückgang der Jugendkriminalität in Berlin erreicht haben. Das war für mich als Neuköllner Abgeordneter enorm wichtig. Rollbergviertel war damals mein Wahlkreis und ich glaube, da haben wir viele gute Sachen gemacht. Ich war als Rechtspolitiker einer der Väter des Berliner Neutralitätsgesetzes, dass wir gesagt haben,
öffentlich Bedienstete in der Polizei, in der Justiz, aber auch in der Schule, die Macht über Bürgerinnen und Bürger, über Schülerinnen und Schüler haben, die sollen in ihrem äußeren Erscheinungsbild sich neutral verhalten, sollen nicht deutlich erkennbar sein als Menschen, die einer bestimmten Religion oder einer bestimmten Weltanschauung. Also keine Kippa, kein Kreuz, kein Kopftuch. So. Also das fand ich auch ein wichtiges Gesetz und das beschäftigt ja als Gesprächsthema, als Diskussionsgegenstand die Stadt, seit es das gibt. Aber ich halte es nach wie vor für ein sehr, sehr gutes Gesetz und glaube, wir sollten daran festhalten. Ja, und jetzt in der Zeit als Bundestagsabgeordneter, da waren mir natürlich diese verteidigungspolitischen Themen sehr, sehr wichtig. Die Welt ist unruhiger geworden und wir müssen uns auch als Bundesrepublik Deutschland darauf einstellen, was das für uns bedeutet. Wir haben eine sehr kleine Armee von nur 170.000 Mann. Wenn wir dabei bleiben wollen, dass wir als großes Land in der Mitte Europas nur so eine kleine Armee haben, dann müssen wir uns gut überlegen, wie wir die ausstatten wollen, damit sie ihren Auftrag auch erfüllen kann und damit wir gute Bündnispartner sein können. Denn alleine können wir mit so einer kleinen Armee für unsere Sicherheit nicht sorgen. Darf ich Sie mal fragen, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war letzte Woche oder vor zwei Wochen schon die Rückkehr der letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan. Ja. Es wurde im Fernsehen live übertragen. Auf drei Kanälen. Es war nicht ein einziger Politiker dabei. Ich hätte mir gewünscht, persönlich, ja, und ich war bei der Bundeswehr, Sie ja auch, dass der Bundespräsident kommt und sagt, Soldaten, Soldatinnen und Soldaten, vielen Dank, aber ich bin froh, dass Sie wieder zu Hause sind. Es war nicht ein Politiker dabei, nicht einer. Das fand ich beschämend. Ja. Da gehen die Meinungen ein bisschen durcheinander auseinander. Ich kenne auch genug Soldatinnen und Soldaten, die sagen würden, wenn wir nach einem langen, schweren Einsatz nach Hause kommen, dann sind wir heilfroh, wenn wir nicht erst nochmal antreten und uns Politikerreden anhören müssen. Dann wollen wir zu unserer Familie, dann wollen wir zu unseren Kindern, dann wollen wir ein bisschen Urlaub machen, ins Abklingbecken, ja, und müssen das in dem Moment nicht haben. Es ist ja ein großer Appell im Wendlerblock geplant. Ich meine, 31.8. Da wird der Bundespräsident mit Sicherheit auch eine Rede halten. Also das ist ja ein würdiger Rahmen, um sozusagen einen feierlichen Schlusspunkt zu setzen. Das Bundesverteidigungsministerium sagt, sie haben deswegen keinen geschickt, weil sie das Signal bekommen hatten aus der Bundeswehr heraus, an dem Abend wollen die Soldaten ihre Ruhe haben. Lass die mal einfach in Ruhe ankommen. Ist für mich auch plausibel. Aber ja, ich bin sicher, eine Stunde mehr gewesen, aber es hätte ein Zeichen gesetzt. Außerdem sind die Leute auch unterschiedlich. Ja. Es wird Soldaten geben, die das genau so sehen, wie ich es eben beschrieben habe. Und es wird andere geben, die gesagt haben, wäre doch schön gewesen. Also ich persönlich, wenn ich Staatssekretär gewesen wäre, ich hätte das so gemacht, ich wäre da hingefahren, ich hätte mich an die Rampe gestellt, jedem beim Runterkommen die Hand gegeben, vielen Dank für deinen Dienst. Und hätte sie dann nicht mehr antreten lassen. Aber dann wäre das ein Signal gewesen, wir haben mitbekommen, dass hier was Besonderes passiert ist. Ja, aber der Stil von Politikerinnen und Politikern ist unterschiedlich. Im Verteidigungsministerium hat man es anders gesehen. Ja, aber vielleicht sollten wir das noch ein bisschen lernen. Das ist die Armee des Bundestages, des Volkes. Ja, so ist es, genau. Und der Einsatz hat 59 Tote gefordert, 12 Milliarden gekostet. Da kann man doch hingehen und sagen, willkommen zu Hause. Auch das Parlament hätte die Chance bekommen sollen, mit dazu zu kommen. Ja. Denn es ist ja am Ende immer der Deutsche Bundestag, der entscheidet, ob Soldatinnen und Soldaten in Einsatz ziehen. Das entscheidet ja nicht die Regierung. Ja. Deswegen der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses beispielsweise, dem hätte man auch Bescheid sagen können, dass da das letzte Flugzeug aus Afghanistan kommt. Naja, man sagt, man will es geheim halten. Na gut, spätestens dann, wenn es die Grenze zu Europa überfliegt, ist nichts mehr. Ja, und außerdem, wenn man dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses etwas im Vertrauen sagt, dann bleibt das auch geheim. Ich kenne den Mann, der quatscht da nicht rum. Der ruft nicht in Kabul an und sagt, wisst ihr schon? Nee. Und der ruft auch nicht bei der Bild-Zeitung an und sagt, kommt mal vorbei, da gibt es schöne Bilder, das macht er auch nicht. Ja. Bleiben wir mal beim Thema Verteidigungspolitik. 2% NATO Quorum oder Erhöhung ist im Raume. Herr Biden hat davon nicht abgelassen. Nein, Das heißt, der hat den Präsidenten Trump nicht korrigiert. Was kommt denn da auf uns zu in der nächsten Legislaturperiode? Es ist ja in der NATO verabredet, diese 2% ja, von der Wirtschaftsleistung. Jein, also wir sind noch nicht da, aber seit 2014, seitdem die SPD wieder regiert, will ich dazu mal sagen, ist ja der Verteidigungshaushalt ständig kontinuierlich gestiegen, um fast 50%. Wir haben angefangen bei 1,5. 50? Ja.
Wir haben angefangen bei 1,2%. Wir liegen jetzt bei 1,6% vom Bruttoinlandsprodukt. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht daran arbeiten würden, uns diesem Ziel anzunähern. Ja, mich wundert manchmal die gesellschaftliche oder die politische Diskussion. Da entsteht manchmal immer der Eindruck, die Union will das unbedingt und die SPD wehrt sich dagegen. Ja. Aber in Wirklichkeit haben wir Schritt für Schritt, Jahr für Jahr uns diesem Ziel angenähert. Und das ist auch notwendig, denn die Bundeswehr ist nach 25 Jahren Runtersparen einfach auch zu schlecht ausgestattet, um wirklich alle ihre Verpflichtungen sauber erfüllen zu können. Das war ein Thema eines unserer letzten Gespräche hier. Haben wir immer mal wieder gesprochen. Und, hat sich irgendwas geändert? Ja, naja, Schritt für Schritt wird es besser, aber es dauert. Die Panzer fahren wieder. Die wir haben, die fahren zum großen Teil wieder. Aber da gibt es auch noch so ein paar Sorgenkinder, insbesondere der neue Schützenpanzer Puma. Da muss auch noch Arbeit gemacht werden. Also da ist immer was zu tun. Und so eine Armee ist ein großes, vielfältiges Gebilde. Und natürlich brauchen unsere Soldaten moderne Waffen und nicht die Waffen aus den 80er Jahren, um damit die Probleme der Gegenwart lösen zu können. Bei der Rückkehr der Soldaten aus Afghanistan, worüber wir eben gesprochen haben, die sind geflogen mit der neuen A400. A400M, ja. Superflugzeug. Ich habe gedacht immer, die ist gar nicht einsatzfähig. Dauert doch ein Riesentheater. Ja. Ja, ja. Hat ewig gedauert. Ich sage, das ist doch die neue. Ja, ja, hat ewig gedauert. Da waren große technische Probleme zu lösen. Auch Airbus als die Firma, die das Ding baut, hat sich nicht mit der nötigen Werbe dahinter geklemmt, aber irgendwann war es dann doch soweit und inzwischen ist die A400M sicherlich eins der besten militärischen Transportflugzeuge der Welt. Aber was bei der A400M immer noch ein Problem ist, ist der Schutz gegen Angriffe. Also da müssen immer noch Sachen ergänzt werden, die noch nicht vollständig einsatzfähig sind. Und wie kann man so ganz geheim aus Afghanistan mitten im Taliban-Land mit so einem Riesenvogel abfliegen? Also die türkischen Airlines fliegen den Flughafen von Masar-i-Sharif mit Linienflügen an. Also das geht schon. Ja. Ja, weil es ja hieß, Sie haben es ja eben gesagt, große Geheimhaltung darfst du nicht. Ja, das war ein militärischer Transportflug. Und wie gesagt, die A400M hat noch nicht diesen Rundumschutz, den sie mal haben wird. Und deswegen ist es schon besser, das geheim zu halten. Das ist schon richtig. Man möchte ja nicht, dass irgendjemand mit einer Lenkrakete dann doch mal probiert, was geht. Nee, das möchte man nicht. Bleiben wir nochmal von der Rückschau. Sie haben die Dinge gesagt, an denen Sie mitgewirkt haben. Worüber haben Sie sich da am meisten geärgert? Worüber habe ich mich am meisten geärgert? Der Streit mit den Drohnen ist natürlich frisch in Erinnerung. Ja. Aber ob das wirklich das war, worüber ich mich am meisten geärgert habe, habe ich mir ehrlich gesagt lange keine Gedanken mehr drüber gemacht, muss ich zugeben. Ja. Also Sie wollen kein Buch schreiben? Ich will kein Buch schreiben, nein. Ich will kein Buch schreiben. Insgesamt fällt meine Bilanz positiv aus. Ich glaube, ich habe an der einen oder anderen Stelle wirklich was für unsere Stadt und für unser Land tun können. Und das war ja auch mein Bedürfnis. Ich bin ja dann auch Patriot. Ja. Und wenn Sie jetzt so das als Beobachter begleiten, dann können Sie nur den jungen Leuten sagen, haut rein, macht's gut. Ich finde, würde jedem Abgeordneten und jeder Kollegin raten, sich immer von Zeit zu Zeit immer mal selbst zu testen, ob sie auf die Frage, was hältst du für das wichtigste Thema, sofort spontan antworten können. Ja. Weil ich glaube, das muss ein Abgeordneter haben, so ein Sendungsbewusstsein für sein Thema. Ja. Ja, und das muss sozusagen sofort kommen. Wenn er da nachdenken muss, das ist verdächtig, finde ich. Ja. Und die zweite Frage würde ich immer stellen, was kostet ein Pfund Butter? Ja, gut, okay. Also auch das ist nicht unwichtig, aber trotzdem glaube ich, dass es noch wichtiger ist. Ja, na klar. Also das muss man, klar, man muss auch signalisieren, dass man zuhören kann und dass man versteht, was Leute im Alltag für Probleme mit sich rumtragen und wie sie den Alltag bestehen. Das war unsere letzte Sendung mit Dr. Fritz Felgentreu als Bundestagsabgeordneter. Er wird wieder Lehrer und dann lade ich Sie gerne ein, dann reden wir über Schulpolitik in Berlin. Können wir auch gerne mal machen. Wenn Sie das denn dürfen. Und die andere Disziplinarhoheit unterliegen. Und mal sehen, wie Sie Ihre Schule denn in Ordnung halten. Aber ich werde mich da ein bisschen zurückhalten, glaube ich. Vielen Dank für 20 Jahre parlamentarische Arbeit. Vielen Dank, dass Sie oft hier waren in der Sendung. Und vielen Dank ganz besonders für dieses letzte Gespräch. Alles Gute. Und als Lehrer wieder geben Sie gut und gerechte Noten. Wird mir Mühe geben. Vielen Dank, Herr Brückmann. Vielen Dank. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Montag, wie immer 2015, aus dem Bundestag und am 26. Juli Wahl 21. Sowohl aus dem Abgeordnetenhaus wie auch im Bundestag stellen wir einige Kandidatinnen und Kandidaten vor. Bis dahin, danke und tschüss.